Meine sehr geehrten Damen und Herren, der DAD-Preis für internationale Studierende wird in diesem Jahr an Frau Kulata Asres Joab aus Eritrea verliehen. Sie engagieren sich auf vielfältige Art und Weise im Fachbereich und darüber hinaus. Die Jury hebt ihr Engagement in ihrer Begründung der Preisvergabe auch ganz besonders hervor. Für mich ist dieser Preis der beste Beweis, dass sich das Streben nach Bildung, meine Neugier, aber auch die Unterstützung, die ich bekommen habe, auszahlen. Meine beste Lehrerin wird immer meine Mutter sein. Sie hat mir Mathe beigebracht, aber auch den Schulstoff auch mit mir geübt. Sie hat ihre Arbeit als Lehrerin wegen uns, die vier Kinder, aufgegeben, damit sie uns bessere Zukunft anbietet. Wir als Stadt bemühen uns ja gerade auch diese Integration von Menschen, die aus ja allen Teilen dieser Erde zu uns kommen, hier zu verstärken. Und gerade ihr Engagement im pflegerischen Bereich, im medizinischen, im gesundheitlichen Bereich, in dem sie auch ja wissenschaftlich jetzt tätig sind, ist ein Thema, das bei uns in der Stadt Fulda auch sehr hohe Bedeutung genießt.